Ja, aber dem passiert das schon recht häufig heuer. Ja, nicht lang nachdenken, einfach laufen lassen, solange es läuft. Wir sind bei Peter Breutz, der letzte im Bunde der Breutz-Brüder. Ui, wieder. Bisschen schief gelandet, aber nichts passiert, glaube ich. Schon der zweite Sturz dieses Jahr von ihm, da merkt man einfach, dass irgendwas ist nicht ganz so rund ist. Sein erster Sturz heuer hat den ersten Sieg von Domen Breutz ermöglicht. Und das war jetzt der zweite. Das schaut nicht so viel anders aus wie letztes Jahr. Nur die Selbstverständlichkeit, die Lockerheit. Und da geht am hinten der Bindungszapfen raus. Und wenn der fehlt dann hinten, dann hast du vorne in der Bindung keinen Halt und nicht und du verlierst den Vier. Also er ist gekantet, hinten der Zapfen rausgegangen, dann rutscht natürlich vorne auch. Und dann radelt er verkehrt. Ja, das kann ein Manuel Fettner so einen Sprung einmal stehen, wie wir es gehabt haben bei der Weltmeisterschaft, aber da nichts passiert. Humpelt nicht, hinkt aber nicht, alles halt in Ordnung. Noch Walter Hofer gleich da, der Renndirektor. Es gibt ja heute nicht gerade das Selbstvertrauen auch wieder. Das ist klar. Und jetzt mit diesem Sturz rutscht er natürlich weit zurück auf Rang 21. Peter Breutz. Und Domen Breutz ist nach wie vor in Führung.